2015 war ein ganz zufriedenstellendes Jahr. Wir haben mit 1,1 Milliarden den ersten Milliarden-Nettogewinn seit 2010 wieder erwirtschaftet. Das operative Ergebnis liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro. Und auch in den Segmenten ist es ganz erfreulich gelaufen. Als erstes sticht einem da PC ins Auge mit ungefähr 65% Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr. Ein tolles Ergebnis, das zeigt, unsere Strategie verfängt bei den Kunden. In der Mittelstandsbank haben wir das Kreditvolumen um 4% gesteigert. Das Ergebnis ist leicht rückläufig, das ist dem schwierigen Marktumfeld im Zinsbereich geschuldet, aber auch ein sehr solides Ergebnis. In Zentral- und Osteuropa, also hauptsächlich bei unserer M-Bank, waren die Kolleginnen und Kollegen in 2015 auch sehr erfolgreich. Die M-Bank ist eine der innovativsten Banken weltweit und hat sich trotz eines schwierigen Marktumfelds und trotz nicht leichter politischer Rahmenbedingungen sehr gut geschlagen. Und in Corporates und Markets hatten wir ein sehr, sehr gutes erstes Halbjahr. Im zweiten Halbjahr war die Volatilität etwas höher, sodass das Ergebnis im zweiten Halbjahr dann etwas schwächer war. In Summe ist 2015 aber trotzdem sehr anständig gelaufen. Und in unseren Non-Core Assets haben wir das Volumen auf rund 63 Milliarden abbauen können. Auch hier sind wir massiv vorangekommen. In Summe hat das dazu geführt, dass auch unsere Kapitalposition sich weiter verstärkt hat. Wir sind jetzt bei rund 12% Basel III Kapital nach der vollen Einführungsregel, die ab 2019 gelten wird. Unsere Leverage Ratio liegt bei 4,5%. Und das Wichtigste, wir können zum ersten Mal seit der Finanzmarktkrise wieder eine Dividende zahlen. Wir werden 20 Cent der Hauptversammlung vorschlagen. Da freuen wir uns drauf. Und hier können Sie die Zahlen noch einmal im genauen Überblick sehen.